So, und damit ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir, der so eine Art Vlog sein wird, vorher, nachher. Also ich habe ja hier keinen, sag ich mal, bestimmten Inhalt eines Vlogs oder was, die ich euch so präsentiere. Bei mir ist ein Vlog eine Allgemeinheit, also ihr wisst schon, ist okay. Ich möchte euch einfach mal so mal jetzt mal was zeigen, und zwar so will ich mich ein bisschen ranmachen, meinen Balkon zu verfeinern, und da fange ich heute einfach mal an. Und natürlich geht der von mir gleich mit, und wir gucken uns das einfach mal hier an. Ich hoffe doch, dass ich euch das hier so zeigen kann. Ich weiß ja nur, also da guckt er mal gerne raus, und hier habe ich natürlich meine Wäsche. Gestern war der Tag so schön, da habe ich mir einfach mal gedacht, naja, machst du die Wäsche raus und so, und hier ist das Grüne, was ich schon gekauft habe. Und so sieht jetzt mein Balkon aus. Also eigentlich sieht er noch gar nicht so schön aus. Hab da hinten schon ein bisschen was grünet, und hier habe ich auch ein bisschen was. Naja, wie gesagt, ich kann euch halt das später dann halt eben zeigen, was daraus geworden ist. Und ja, und wie gesagt, ist das so eine Art Vorher-Nachher-Vlog. Ich habe hier dann hier auch schon einige Sachen. Die kann ich euch mal zeigen. Das ist eine Rhododendron. Eine rote, die also rote Blüten trägt später. Dann habe ich hier ein bisschen Farn oder wie heißt es hier? Keine Ahnung jetzt. Ja, Spirosen habe ich auch. Dann habe ich hier, oh Gott, wie heißt das? Blutorangen-Dings da, Blüte? Keine Ahnung. Was war denn so ein komischer Name? Und ja, hier wächst auch was. Und zwar meine Wäsche. Die sollte irgendwann mal trocken werden. Hier habe ich mal was eingepflanzt. Das werde ich aber wieder rausmachen. Und hier hinten habe ich auch schon mal ein bisschen was. Das kann ich euch auch mal so zeigen. Das ist hier so eine Art, keine Ahnung. Aber ist ja auch real. Keine Ahnung, wächst dementsprechend auch gut. So, und ja, und hier ist was für ein Winter gewesen. Da waren die Vöglein dran. Und jetzt sehen wir mal wieder ein bisschen zurück, um den Tommy nochmal zu sehen. Und ich drehe mich dann hier nochmal um. Und da ist er ja auch schon wieder. So, wie gesagt, ist jetzt hier so eine Art Vorher-Nachher-Dingens. Und jetzt sieht man mich ja nur fast gar nicht. Jetzt sieht man mich umso besser. Also wie gesagt, Leute, das ist so ein Vorher-Nachher. Flop, und was denn später rausgekommen ist, wie der genau aussieht, das zeige ich euch dann halt, ja, danach halt, wenn er fertig ist.